Du arbeitest viel im Sitzen und hast sogar einen Steharbeitsplatz, weißt aber vielleicht gar nicht, wie man den richtig nutzt und kennst die ganzen Vorteile nicht, dann ist genau dieses Video das Richtige für dich. Liebe Freunde der Gesundheit, das wohl Wichtigste am Steharbeitsplatz ist, wer hätte es gedacht, das Stehen. Deshalb fahren wir das ganze Teil erstmal hoch als erstes und das Wichtigste ist erstmal die richtige Einstellung. Dazu den Arm, Schulter nach unten, 90 Grad abwinkeln, bis der Tisch die Hand berührt. Ideal ist, damit das Blut gut zirkuliert, einfach die Hand ganz leicht abfallend. Dann haben wir noch die Monitorhöhe dazu. Da gibt es einen einfachen Trick, man nennt es immer mit den Augen. Ich finde es viel, viel einfacher. Ihr nehmt einfach den Arm in die waagerechte und schaut, dass der genau in der Mitte des Monitors ist. Und schon könnt ihr loslegen. Guckt noch kurz nach der Tastatur, die ist so ungefähr 10 cm weg vom Rand vom Tisch. Und das Mauspad sollte auch in der Liga sein, dass ihr da einfach ganz simpel eure Arme auflegen könnt. Gut, was ist jetzt nun wichtig und wie schafft ihr es überhaupt, einen guten Flow zu kriegen zwischen Sitzen und auch wieder Stehen? Weil vorwegnehmen kann man, dass keine monotonen Haltungen ideal sind für den menschlichen Körper. Das bedeutet, zu langes Stehen geht auch irgendwann auf den unteren Rücken. Und wenn ich die ganze Zeit sitze, ja, das ist meistens noch schlechter, weil da verändere ich kurz komplett die Haltung. Da gibt es so ein paar Tricks, wie ich erstmal überhaupt ins Stehen komme. Am besten immer morgens direkt zu Arbeitsbeginn im Stehen beginnen und immer nach der Mittagspause. Die zwei Regeln schon mal grundsätzlich einhalten. Und sonst, wenn ihr dann beginnt zu stehen und merkt einfach, okay, es zwickt, es zwackt etwas im unteren Rücken, verändert nochmal die Haltung, da komme ich später nochmal zu ein paar Positionen, oder geht dann auch erstmal ins Sitzen über. Da vielleicht auch gleich als einfacher Tipp, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, haben wir zum Beispiel auch so Stehhilfen, die finde ich ganz cool. Die kann man recht hoch einstellen und kann sich dahingehend erstmal so leicht stützen. Das unterstützt vor allem den unteren Rücken, aber man hat trotzdem noch sehr, sehr viel Gewicht auf den Beinen und in dem Augenblick fließt das Blut einfach besser und man hat so eine Mischung aus Sitzen und Stehen, was sehr gut funktioniert. In dem Augenblick natürlich den Tisch wieder ein Stück weit anpassen. Gut, das wieder weg. Zum weiteren Timing zu dem Ganzen empfehle ich auch noch, wir arbeiten ganz gern mit Sanduhren. Das sind jetzt so 30 Minuten. Das kann man erstens dazu nutzen, immer mal wieder Bewegung reinzubringen. Und der zweite Tipp ist auch so ein bisschen Pomodoro-Arbeitsweise, nennt man das. Wirklich mal Focus-Time. Jeder von euch kennt es. Man schiebt die Dinge vor sich hin, wo man sich mal wirklich konzentrieren muss. Aber irgendwie muss man es ja trotzdem machen. Und dann nimmt man sich die Sanduhr und sagt sich so, okay, jetzt lenkt mich mal wirklich gar nichts ab, keine E-Mail, nichts. Und jetzt möchte ich mal wirklich 30 Minuten bis vielleicht sogar eine Stunde, dann dreht man es nochmal um, fokussiert an dem ganzen Arbeiten. Nun gehen wir nochmal aufs richtige Stehen ein. Was auch sehr, sehr gut ist, ist, wenn man vor allen Dingen, ihr seht, ich bin hier barfuß unterwegs im Büro, gerne auch barfuß oder in Socken arbeiten, ist dann, wenn ihr harte Untergründe habt, so eine Stehmatte. Die ist hier super cool, die ist von Aeris, die hat wie so einen Waldboden drin. Da sind wie so Steine drin, wie wenn man auf Waldboden steht. Und dadurch ist der Fuß einfach aktiver, sensorisch. Und wenn der Fuß eine gewisse Aktivität bringen muss, richtet sich automatisch eure Haltung auf und die Matte ist auch leicht gepolstert. Dadurch steht man einfach erstmal weich. Mein Favorite ist allerdings sogenannte Stehkeile. Da arbeite ich selber persönlich gern damit. Das sind einfach so Keile, die legt man sich unter die Füße und steht dann bewusst auf den Keilen etwas in Vorspannung. Warum? Durch die viele Sitzerei, die wir ja sowieso tagtäglich haben, verkürzt vor allen Dingen unsere ganze Rückseite, also die Wadenmuskulatur, die Beinrückseite und es zieht sich weiter über die ganze Faszienkette bis hoch zum Nacken. Und wenn ihr leicht schräg steht und dann einfach auch entspannt stehen könnt und nicht schon hier so einen Knick habt,
dann dehnt ihr einfach im Stehen automatisch alle relevante Muskulatur. Und das ist super, mega zeiteffizient, weil ihr könnt weiterarbeiten, könnt es dehnen. Die Keile sind noch so konzipiert, dass ihr die auch ineinander legen könnt. Und dann könnt ihr bewusst auch mal eine Wade so setzen und die richtig aufdehnen, weil umso mehr ihr auch so ein bisschen ja, spielerisch das Arbeiten seht und immer mal was verändert, umso besser. Genau, das ist so ein Stehkeil. Und was auch noch richtig, richtig cool ist, ist so ein Teil, da könnt ihr aber auch erstmal einfach irgendeine Kiste nehmen. Das ist auch bewusst ein Sitzhocker von Zebrik heißt die Firma. Also man kann da auch einfach mal drauf sitzen, weil wenn man dann schon sitzt, ist es eigentlich auch ehrlich egal, ob ihr auf einem Stuhl sitzt oder eher auf was Harten. Weil wenn ihr nicht mehr so viel sitzt, geht es super, weil dann müsst ihr automatisch die Wirbelsäule aufrichten. Aber für was ich das vor allem ganz gerne nehme, ist eine Steherhöhung. Jeder von euch war schon wahrscheinlich mal in einer Bar gewesen. Und was hat eine Bar? Die hat so eine Railing, dass man den Fuß hoch tut. Warum machen die das? Ja, damit man meistens länger an der Bar gut stehen kann, am Ende des Tages wahrscheinlich mehr kauft und konsumiert, weil man steht tatsächlich mit einem Fuß hoch und einem unten häufig besser, weil wenn das Bein oben ist, rastet das Becken an der perfekten Stelle ein und die Wirbelsäule, vor allem die Lordose im Lendenbereich, steht einfach perfekt und ihr könnt so arbeiten und könnt dann nach einer gewissen Weile, wenn das Bein ermüdet, auch die Seite mal wechseln. Das nächste, was dadurch passiert ist, schaut, dass ihr hier eine Streckung in die hüftbeugende Muskulatur kriegt, weil die leidet auch viel unter dem Sitzen. Ja, und die ist dann einfach super gestreckt und wird dadurch auch gleich in dem Augenblick gedehnt. Und so habt ihr ja ein spielerisches, rotierendes System. Und wenn ihr euch das angewöhnt, dann ist euer Arbeiten ja vorsichtig gesagt schon mal zu 80% besser. Und der wichtigste Tipp ist und bleibt aber einfach erstmal in stetig. Also wir machen schon wirklich sehr, sehr lange Ergonomieberatungen und ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, ich würde sagen, 80% von besseren, gesünderen Arbeiten am PC macht einfach einen Steharbeitsplatz aus, weil das ist wirklich der absolute Gamechanger. Wenn ihr im Homeoffice im Prinzip seid und ja, da vielleicht erstmal keinen Stehtisch habt, da vielleicht noch so als letzten Tipp, könnt ihr den auch ganz einfach imitieren, indem ihr eine Kiste nehmt. Ich nehme jetzt mal kurz das Teil, also zu Hause sind so Umzugskartons ganz praktisch und ich imitiere das jetzt mal und der normale Arbeitsplatz ist vielleicht zu hoch, das ist jetzt ein bisschen zu klein, aber ihr stellt den Laptop dann mit oben drauf und könnt direkt auch so in Stehtisch innerhalb von kürzester Zeit basteln und könnt vor allen Dingen erstmal viel stehen, gerade auch Meetings, wo ihr vielleicht viel in Calls seid, in Telefonkonferenzen oder wo ihr nicht so viel konzentriert schreiben müsst, wo als Grundtipp auch immer im Stehen. Gut, ich hoffe, das konnte euch etwas helfen. Dann gebt uns gerne einen Daumen hoch, schreibt uns noch ein paar Fragen dazu. Da auch gerne die Plattform sitzkrieger.com besuchen. Da sind ganz, ganz viele Tipps zum Thema Sitzen und Filme verankert, die euch etwas das sitzende Leben erleichtern und hoffentlich etwas gesünder machen. Ja, viel Spaß dabei, euer Ringo.